In den Sternen steht's geschrieben. Das Stenkelfeld Jahreshoroskop. Widder. Bitte ganz da hinten durchgehen. Ihr Ausschlag bessert sich auch im Sommer nicht. Vorsicht bei grünen Ampeln. Bei Rot Hände hoch. Ab November Wind von vorn. Schuhputz verbessern. Haarappell. Stier. Schon im Januar geht Ihnen Ihr Kaffeeweißer aus. Monduntergang 14.36 Uhr. Schuhe abtreten. Am 8. Juni finden Sie keinen Parkplatz und verfransen sich im Nichts. Zwillinge. Ihre eingelaufene und verfilzte Wollunterhose erregt Aufsehen. Achtung, im April nicht zu heiß baden. Während der Herbstmonate können Sie dann wieder Bratkartoffeln in flüssiger Form zu sich nehmen. Ab März vor dem Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen. Krebs. Jedes Mal dasselbe, Forstball auch. Löwe. Vorsicht an der Bahnsteigkante. Ab März müssen Sie in der U-Bahn stehen und kommen so zu nix. Pechsträhne ab Oktober. Ihr Zahnarzt verliert das Gleichgewicht, Ihr Gummibaum hat Fieber. Meiden Sie Hühnerleber. Jungfrau. Ihr Hang zur Prostitution macht Sie bei Vorgesetzten immer beliebter. Glücksmonat April. Werfen Sie nicht immer gleich alles weg. Sammeln Sie Obstkerne und bewahren Sie Ruhe. Waage. Sie schon wieder. Nach dem achten Akt regelmäßig Durchfall. Wichtig, keine Querpässe im eigenen 16er. Skorpion. Bald sind Sie soweit. Im August wird Ihr Dachschaden zum Medienereignis. Lieblingsgericht, Quarktaschen im Schlafrock. Gehen Sie nicht zu weit raus, es wird bald dunkel. Im Oktober sollten Sie aus gegebenem Anlass um strikte Beachtung bitten. Schütze. Auch in diesem Jahr haben Sie keine Chance in der Rollhockey-Kreisliga. Abschlussschwächen führen zu offener Wohnungstür. Gucken Sie in Ihrem gekachelten Wohnklo öfter mal Rambo 3 im Jogginganzug. Papierstau beseitigen. Steinbock. Sie sind und bleiben ungepflegt. Allerdings läuft Ihre Ehe großartig. Aber Achtung, Ihre Frau ist wahrscheinlich Ihre Mutter. Glücksmonat August. Leider liegen Sie dann aber aufgrund einer Pilzvergiftung im Koma. Wassermann. Geben Sie im Mai nicht immer sofort Ihrem Harndrang nach. Warten Sie ruhig mal bis Juli. In der zweiten Jahreshälfte keine heiße Asche einfüllen. Fische. Vorsicht, an Ihrem Auto drehen sich die Hinterräder. Lassen Sie sich mal von Ihrem Wellensittich zum Essen einladen. Und jetzt weiter mit beliebiger Taste.